Schon bei über 8000 Kalorien. Freunde, es ist soweit. 30.000 Kalorien. Jeder von uns beiden isst heute 15.000 Kalorien. Also zwei Brüder gegen 30.000 Kalorien. Erstmal vorweg, nehmt das nicht zu ernst, das ist alles nur zur Unterhaltung. Diesen Ertrag, den wir hier durch AdSense bekommen, werden wir auch wieder spenden, so wie bei der letzten Challenge. Und jeder Like sind 2 Kalorien für die nächste Challenge. Wir haben es letztes Mal schon gemacht, dass es pro Like 3 Kalorien gab. Und am Ende waren es ungefähr 5.000, deswegen 15.000. Ganz genau, Freunde. Wenn ihr es noch nicht kennt, wir sind 2 Brüder, wir machen Daily Vlogs. Also jeden Tag ein Video. Ich würde sagen, lass anfangen. Ich bin auf jeden Fall spaßig, es ist gerade 20 Uhr. Also, erste Mahlzeit, Dunkin' Donuts. Sugar Donuts. 6 Glaze Donuts. Wir dann 2x Lemon Frosted, 2x White Frosted, Double Chop. Echwalz. Und besser kann die Challenge nicht starten als mit einer 18er Box Donuts. Jeder hat 9 Donuts. 6 Glazed Donuts, 6 Sugar Donuts, 2 Schoko Donuts, 2 Lemon Frosted und 2 White Frosted Donuts. Und ich würde sagen, das war gut. Ich mache auf den Pinkenstuhl, ne? So, Freunde, das erste Meal wird vernichtet. Boah, ich habe heftig Bock da drauf. Flüssigkalorien zählen nicht, nur feste Nahrung zählt. 15.000 Kalorien pro Kopf. Ich würde sagen, wir reden nicht zu lange. Ich ziehe mein Hoodie aus. Oh, shit. Und dann? Let's begin the feast. Aber erstmal noch eine Insta-Story raushauen. Erstmal danke an jeden Einzelnen, der bei Instagram ein paar Tipps gegeben hat, was wir essen können. Genau, Freunde, hat echt sehr geholfen. Erste Mahlzeit Donuts ist schon, glaube ich, die richtige Wahl. Freunde, wir sitzen gerade im Dunkin' Donuts, haben wir unsere erste Mahlzeit. Erstmal ein paar Donuts. 18er Box, jeder kriegt 9 Donuts. Und ich würde sagen, das war das einzige an Essen, was ich euch zeige. Und die ganz klassische mit dem Ovate Donuts. Ich würde sagen, es war ein perfekter Start. Easy, peasy. Wie lange wir gebraucht haben. Okay, wir haben ca. 8 Minuten für 8 Donuts gebraucht. Kann man noch machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sind jetzt direkt auf dem Weg zu McDonald's hier hinten. Man sieht es jetzt nicht. Ist Dunkin' Donuts. Und wo ist Mc's? Auf der anderen Straßenseite ist McDonald's. Genau. Und weil wir einfach noch nicht gesättigt sind, gehen wir noch zu Mc's, denn nach was Süßem kommt was Salziges. Genau. Und nach was Salzem was Süßes. Vielleicht kennst du einen der andere. Man braucht nach salzigen oder süßen Sachen immer den Gegenspieler. Ist genau. Bei uns zumindest so. Wir haben jetzt wirklich richtig Bock auf Burger. Ja. Deswegen geht's da in die Mall of McDonald's. Mall of McDonald's. Mall of McDonald's oder auch Mall of Berlin. Erstmal, damit ihr natürlich glaubt, dass alles am gleichen Tag passiert, zeige ich euch meine Story. Vor 36 Minuten haben wir die Donuts gegessen, vor 26. Genau, das ist jetzt gerade 9.31 Uhr. Also, alles am gleichen Tag. Heute ist der 17. Juli, ich würde sagen, nicht zu lange labern. Essen. So, wir haben auf jeden Fall den Double Tex-Mex Burger, welchen noch? Double Cheeseburger und Double irgendwas anderes. Ja. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt Zeit zu essen. Schmeckt auch mal geil. Oh. Isst du Double Cheeseburger gerade? Ja. Ja, Hammer, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ah ja, genau, wir haben den Tex-Mex, Chili Cheese und den Cheeseburger, alles zusammen. Ja.
Ja. Der Tex-Mex mit Avocado. Bisschen scharf. Mhm. Und Baum. Zwiebeln, ne? Gute Idee, Alter. Okay, unsere Kamera geht die ganze Zeit aus, weil es schon überhitzt ist. Auf jeden Fall ist es jetzt 39. Guter Start, würde ich sagen. Knapp 5000 Kalorien sind drin, nicht ganz. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal zum Training und dann ein bisschen verdauen und dann geht es weiter. Würde ich auch sagen, Oberkörper-Session. Go. In 3, 2, 1. Okay, es gab erstmal eine kleine Planänderung. Eigentlich nicht so gewollt. Wir sind erstmal kurz nach Hause gefahren und haben gedacht, okay, packen unsere Sachen, fahren direkt ins Gym. Daraus wird nichts. Ganz genau, ich wollte erstmal anfangen, das Video für heute fertig zu schneiden, aber das ging auch nicht. Wir wurden einfach so extrem müde. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist so, als würdet ihr wirklich 2 Tage nicht geschlafen haben. Auf einmal ist das so reingekickt, ja, weil der Körper einfach so überfordert ist mit den ganzen Kalorien. Aber passt jetzt, wir haben ein bisschen Powernap gemacht, 20 Minuten. Bisschen entspannt, bisschen YouTube geguckt. Genau. Und jetzt ist einen kleinen Booster reingehauen. Ja. Genau, es ist jetzt 13.08 Uhr, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Training. Das wird so 2 Stunden schätze ich dauern. Wir werden uns halt ein bisschen beeilen und dann. Versuchversetze, ich denke, wird's, hoffentlich wird es Zeit für die nächste Mahlzeit. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal ein kleiner Trainingsausschnitt. Ja. Und dann sehen wir uns nach dem Training wieder und trainieren mit euch. Bis gleich. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. And I start to see. Honey, I'm a perfect Und da sind wir auch schon wieder zurück vom Training. Das war natürlich nicht unser bestes Training, aber besser als gar kein Training. Also ich hätte echt gesagt, ich kann nicht mehr reden, ich hätte nicht gedacht, dass das Training doch so gut wird. Wir hatten davor schon 5000 Kalorien drin. Jetzt muss es auf jeden Fall mit Hochdruck weitergehen, denn es ist jetzt schon mittlerweile 16 Uhr. Genau. Und wir hatten die 5000 schon um 10 Uhr drin oder so. Ja. Deswegen werden jetzt aber, also unser Ziel, unser Plan ist jetzt nochmal 5000 ungefähr. Genau, aber das war eigentlich ganz gut, dass wir jetzt so, ja, ich sag mal, so früh angefangen haben und so eine Zeitspanne hatten, wo wir nichts gegessen haben, trainiert haben. Das Ganze ist jetzt einigermaßen verdaut. Ich habe sogar ein bisschen Hunger. Und deswegen würde ich sagen, es wird Zeit für die nächste. Ein bisschen Japan jetzt aber. Cola. Aldi. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit für ein paar Snacks. Okay, nicht paar, das sind einige Snacks. Was haben wir hier vor uns? Erstmal, genau, wir haben jetzt erstmal Ben & Jerry Cinnamon Buns. Dann haben wir noch einen Häagen-Dazs Salted Caramel Cheesecake. Für Arthur ist Salted Caramel Cheesecake, für mich Cinnamon Buns. Die haben ungefähr gleich viele Kalorien. Ja. Der Cinnamon Buns hat pro 100 Gramm 273 Kalorien. Und dann 275, ja, genau. Also ich werde jetzt nicht alles essen, wir gucken, worauf wir Bock haben. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mein Eis erstmal anfangen. Ich werde auf jeden Fall die Packung Vielleicht nicht die Packung, Schoko-Fresh, erstmal die Futterfresh. Ja, ja, komm. Und dabei gucken wir übrigens die Serie Suits einfach, damit man nebenbei irgendwas guckt. Nicht labern. Essen. Ja, die sind so klein, ne? Ja. Und eine hat einfach, eins im Ding hat 126 Kalorien. Genau, Mann. Boah, geil. Ich habe etwas Wichtiges. Prost, Rachel. Wir haben übrigens 16.16 Uhr gerade. Also ein bisschen Zeit ist noch. Schmeckt? Richtig gut. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Ben & Jerry's gegessen. Jetzt das erste Mal, dass ich Häagen-Dazs esse. Oder Häagen-Dazs. Und das ist echt auch sehr nice. Hätte ich nicht gedacht, weil die Verpackung sieht nicht so spektakulär aus wie die von Ben & Jerry's, aber es kommt natürlich auf alles mal. Genau, der gleiche Text steht. Verfluchte Mistkerl. Louis, dem werde ich sofort die Meinung geben. Nein, du hörst mir erstmal zu. Wir haben Couture Apparel verloren, weil du mit Mike zu tun hattest. Hier geht's auch um Mandanten, die uns gerade verlassen wollen. Louis, weißt du, willst das nicht hören. Aber ich musste gerade die Frau, die ich liebe, wegen der Sache mit Mike belügen. Kurzer Zwischenstand. Diese Chips hier sind leer. Schoko Fresh hat jeder 4 gegessen. Maxi King, nein, 5. In einem Topf sind 5. Nein, 4. 5.
5. Dachten, hast du 3 Stück schon gegessen? No, Bratan, 2 nur. Ja, 2 ich auch. Nein, 1. 1. Hier sind 3. Ja. 1. Dann haben wir beide jeweils diese Cashew-Peanut-Mix aufgegessen. Mhm. Also das sind nur noch so, das ist nur noch diese schmierige, salzige. Ich glaube, willst du das Eis noch aufessen? Ja, ne? Ja. Das Eis noch aufessen, eventuell die Maxi King. Und dann haben wir Zeit für was Salziges. Oh je, weiter geht's. Wenn ihr euch wundert und euch fragt, okay, wieso steht ihr die ganze Zeit auf? Das hat einen einfachen Grund, und zwar geht diese Kamera nach so 20, 30 Minuten immer aus oder überhitzt, und deswegen, also eigentlich oder, sondern nur. Und deswegen stehen wir manchmal auf. So wie gerade. Auf jeden Fall jetzt dritter Maxi King. Boah, ist das auch dein dritter? Ja. Hey? Ja. Vom Genuss kann man jetzt nicht mehr sprechen, Freunde. Ganz am Anfang noch ein bisschen. Hör auf, ey, komm. Oh, okay. Ich war auch mit Kugeln und Klöcker. Ist auf dem Herzen, das mir wichtig ist. Zwischenstand schon bei über 8000 Kalorien. Es ist gerade kurz vor 5 und wäre es eine 10.000 Kalorien Challenge. Wäre das Leben echt einfach nicht schaffen. Es ist jetzt mittlerweile 19:36 Uhr, und es gibt Zeit für die nächste Mahlzeit. Ihr habt gerade gesehen, es sind 2 Pizzen, einmal Hawaii, einmal Salami. Natürlich auch Foxy dabei. Das ist ganz gut. Gut, dann. Es war drin. Jetzt geht es erstmal wieder nach Hause. Genau, wir haben jetzt gerade die 10.000 Kalorien erreicht. Wir haben die 10.000 Kalorien Challenge schon 2-mal gemacht und ich habe mir gedacht, die ist sehr schwer, aber jetzt gerade ist es gerade mal 4:08 Uhr. Man muss einfach noch früher anfangen. Also Freunde, ihr müsst einfach sehen, das heißt allgemein im Leben, wenn ihr eure Ziele höher setzt, dann erreicht ihr eure kleineren Ziele schneller und deswegen sagt man immer Dream Big. Das jetzt, ist genau das Gleiche. Ehrlich, das ist jetzt ein sehr komisches Beispiel, aber... Finish him! Ja, mein Gangster! Yeah, komm, Bro! Alles klar, Bro? Killer! Was geht? Hau rein, Rudi! Da gibt's auch noch solche Leute. Oh! So! Nächste Mahlzeit wird sein, erstmal hier so ein Butter... Brioche. 400 Gramm, davon kriegt jeder 200 Gramm erstmal. Dann gibt's hier noch von Lotus, Biscuit, Crunchy, Biscoff. Soll ich die Sachen einfach vorlesen? Wie, sag mal, wie es heißt. Wie heißt das? Lotus, Biscoff, Crunchy. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wie das ausgesprochen wird. Gucken, wie viel Gramm es davon gibt. Dann hier und nein, erstmal noch Schoko-Cremo. Vor allem dieses Weiße da einfach drin, deswegen haben wir keine Teller geholt. Und das Chacrimo. Chacrimo. Und das hat mehr Kalorien. Und dann gibt's noch einmal was hier, Regi, das ist auch sehr schwer. Butterkaramellwaffeln. Ja, das kann ich nicht. Und Schokomandeln auch noch. Wenn wir Vollgas geben, danach gibt's wahrscheinlich nur noch eine Mahlzeit und dann haben wir die 15.000 drin. Also ich fühle mich... Aber schaffen, ne? Ich fühle mich bis jetzt. Ich fühle mich auch bis jetzt gut. Aber sehen wir mal, wie es hier noch ist. Ich würde sagen, essen wir mal. Und es ist gerade 20.49 Uhr. Diese Creme kommt jetzt erstmal zwischen die Waffeln, damit die schneller reingehen und mehr Kalorien haben. Hallo. Hallo, check die Kamera. Gar nicht. Du willst wieder ins Video, ne? Du warst doch in der letzten 10.000 Kalorien Challenge, da warst du noch klein. Ja, so lange war es jetzt auch nicht. Bist du jetzt beleidigt, dass ich dich wieder reinnehme oder was? Oder warum guckst du die ganze Zeit nicht in die Kamera? Ja, eigentlich Instagram-Kanal, der hasst es, weil wir den nicht verlinken. Doch, wir verlinken dich. Milo, gib mir mal einen Zwinker. Okay. Dann. Milo! Er guckt die ganze Zeit mich an, so, hey, was wollen die? Soll ich jetzt irgendwas machen? Einfach Essengeräusche machen. Ich bin sicher.
mal 40, oder? Ja. Also wir machen jetzt pro Waffeln, also zwei Waffeln gleich 40 Gramm von dieser Creme. Warte, soll ich probieren? Ja, mach mal. Wie es schmeckt. Erstmal kommt das hier so drauf. So. Nicht so nice? Boah. Ist geil? Heftig. Perfekt. Manu, ich mache jetzt die Kamera wieder hier, okay? Meine letzte Honigwaffel habe ich jetzt mit 20 Gramm von diesem Crunchy gegessen, also 100 Gramm davon, 200 Gramm von den Honigwaffeln. Ich wollte was Salziges, kann ich noch nicht was essen. Hm. Hast du noch die letzte auch was gemacht? 20 Gramm nochmal. Okay, mach ich auch. Und deswegen würde ich sagen, esse ich doch nicht diese Schokomandeln hier, sondern suche mir was anderes. Ja. Ciao, Frau Edo. Die sind auch 628. Aber die sind süß. Aber Kokosnüsse von den pazifischen Inseln. Okay. Machen die das salzig dann? Mhm. Okay. Nice. Salzige Note. Wenn nichts mehr hilft, hilft nur Burger King. Home of the Walk. Ich würde sagen, schauen wir mal, was wir holen. Yes! Setzen wir uns mal. Hallo. Hallo. Engert. Sollen wir mal essen jetzt? 23.43 Uhr, also haben wir theoretisch noch 17 Minuten Zeit. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich haben wir auch länger Zeit, weil wir ja erst um 9 Uhr unsere erste Mahlzeit hatten. Aber wir versuchen das natürlich noch an diesem Tag zu schaffen. Sprich, innerhalb von 20 Minuten sind wir da. Essen wir mal. Coke. Cola Zero muss natürlich rein. Weil 40 Kalorien zählen nicht, Freunde. Und da sparen wir uns die Kalorien. Ja. Was willst du zuerst essen? Whopper oder? Was willst du? Whopper? Ich habe erstmal Flüssigkeit gebraucht. Was willst du erstmal essen? Sag schnell, die werden kalt, Bro. Eins von denen musst du essen. Ich esse beide kalt. Ich esse eh kalt. Echt, da ist besser den dann erst. Hä? Nein, nein, man muss entscheiden, welchen man als erstes essen. Ich will die beide essen. Okay. Ja, 20 Minuten. Weißt du, es ist jetzt voll. Findest du, die Cola schmeckt so nach Wasser? Also, Burken geht eigentlich immer, ne? Ne, die schmeckt ja Sport einfach, ne? Ja, geht schon. Bei mir geht's. So, die Zwischenmahlzeiten gerade waren alle richtig schwer. Aber das geht gerade wieder, weil wir so eine kleine Pause wieder hatten. Die Burger sliden so in den Mund und das ist crazy. Sliden to the Relax. Mein Lieblingsburger von Mattel ist Kutamaki. Kutamaki. Alter, ich glaube, das ist richtig intelligent, ne? So als Markierung, wenn man irgendwas macht. Irgendwas haben die in den Burger gemischt. Utamaki. Nein, Digga. Boah, das ist richtig. Überleg mal, stell vor, so laktosefrei.
keine Ahnung, mit Zucker verlobt haben. Ja, doch, das ist, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, ich bin intelligent. Bist du auch von der Abstammung guter Marken? Nein, ich bin guter Marken. Guter Marken stating over. Was hab ich schon gemacht? Guter Marken. Also, das ist ein richtig schwieriges Wort. Ist. Hey, who? Hey, Mark. Oder als ob er es schon vorher gehört hat. Findest du den auch für Salzen? Kommt für Salzen? Ich stand da unter Marken. Wir wollen, dass du noch mehr unter Marken bestellst, Digga. Wo steht das? Steht drauf. Warum? Ich weiß nicht. Auch noch mit so einem A dazwischen. Ja. Es ist wirklich, guter Mark. Ja, ich wollte jedenfalls. Deswegen auch so, guck mal dein Haar. When the stars are bright. Der Merky. Rieke sitzt übrigens direkt hier dran. Ne? Ja. Nicht, dass sie denkt, dass sie in der Rutsche sitzt. Eigentlich wollte sie in der Rutsche erstmal sitzen. Guter Mark. Kann man es sehen? Noch nicht? Warte. Guter Marki. Hashtag guter Marki in die Kommentare. Das war jetzt aber ehrlich Jackpot, ne, dass wir im Auto einfach. Keine Ahnung, Gott. Wegen mir noch. Ja, da würde ich mich aus. Jetzt geht's weiter mit diesen Schokomandeln. Die haben einfach auf 100 Gramm 555 Kalorien. Let's have a try. Zur Luft. Wie schmecken die Dinger? Also. Ey, jetzt kommt zu der Zeitpunkt, an dem man so ein bisschen besoffen vom Essen ist. Du bist seit dem Whopper hier besoffen. Die haben dir irgendwas in den Burger getan. Hey! Weißt du, was gut ist? Was? Dass wir draußen sitzen, dass wir schon komplett abgefuckt machen. Ja. Nur, dass gerade ein bisschen nach Aschenbecher riecht. Lol, wer kommt denn gerade? Aschenbecher da vorne. Aber gerade hoffst du nicht danach.
Ja, ich hab Bock. Weil jetzt schon 500 Kalorien müssen wir mal Arschbecher ballern. Ey, wenn ich eine Fastfood-Kette, ich würde meine Fastfood Koffein machen. Weil die Leute dann denken von meinem Essen an die Energie. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja, ja. Wow, Alter. Kranzspuren von Koffein. Ja, dann mal auf einfach in so einem Happy Meal, so ein kleines Kind komplett am Durchdrehen. Okay, Freunde, wir sind jetzt fast fertig. Wir brauchen ungefähr noch 2 Kalorien pro Kopf. Was eigentlich der beste heißt. Das heißt. Alter! Okay, letzte Mahlzeit. Ein halber King Sunday für jeden. Würde sagen, rein damit. Ich habe irgendwie nur einen Löffel geholt. Ich esse erst die erste Hälfte. Boah, schmeckt geil, Alter. Ich habe aber gar keinen Bock. Ich auch nicht. Der Bauch ist voll, Freunde. Oh. Kann man waste machen. Ja. Cheese. Too many thousand. Hast du die Hälfte geschafft schon? Meinst du? Ja! Ah, okay, ich schon armes. Oh, Junge, halb. Oha, wow. Boah. Meine Zähne sind ja schon überhaupt nicht gereizt vom Zucker heute. Ich kann auch schön Eis zum Abschluss, warum nicht? Meine Zähne weh. Weil hier war es die, mein Hals. Ah, komm raus. Freunde, die Streak geht weiter. Wir haben jede Challenge, die wir bis jetzt angefangen haben, auch geschafft. Und ich hoffe, das ehrt sich nicht so bald. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen, falls ihr bis hierhin geguckt habt. Seid ihr erstmal überragend, Freunde. Danke für die Watchtime. Ganz genau, für den Algorithmus, für den Algorithmus. Auf jeden Fall könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen, wenn ihr bis jetzt geguckt habt, Freunde. Das auf hilft diesem Video einfach auf unserem Algorithmus. Ihr könnt ja genau, ihr könnt ja mal Hashtag Kommentare einfach schreiben, wenn ihr irgendwelche Challenge-Ideen habt. Genau, schreibt einfach einen Kommentar, was ihr für Challenge sehen wollt. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr bis jetzt geguckt habt. Und teilt das Video mit euren Kollegen, die viel essen können, und fragt ihr einfach, ob die es auch schaffen würden. Und abonniert auf jeden Fall, falls ihr bis zum Ende geguckt habt, und bis dann. Bis zum nächsten Mal.